Wie schaffen wir es als Gesellschaft, die Mobilitätswende auf allen Verkehrswegen zu bewältigen? Und so gesehen geht es jetzt nicht nur um die Straße, sondern es geht um die Schiene, es geht um die Luft, es geht um das Wasser, da möglichst CO2- und emissionsfrei, da ist möglichst flexibel, was das Geschäftsmodell betrifft. Was sicherlich in der Transformation hin zu elektrisch betriebenen Antriebsarten ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich entsprechendes Marketing. Es geht jetzt nicht nur um klassische Werbung in diesem Sinne, sondern auch ganz viel um Aufklärung und Information. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich die neue Technologie durchsetzen wird, weil sie einen klaren Vorteil hat, also rein technisch gegenüber der Verbrennertechnologie, aber auch im Sinne des Umweltschutzes, des Klimas. Und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, dass man hier so quasi über den Weg der Werbung auch letztlich etwas Gutes tun kann. Insbesondere bei börsennotierten Unternehmen ist die Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Sinne des Shareholder Values. Das sollte jetzt nicht nur eine leere Worthülse sein, sondern wirklich auch ein Tun. Nicht nur für große Unternehmen, große Konzerne, natürlich auch für Klein- und Mittelbetriebe und Kleinstunternehmen. Denn nur wenn alle zusammenhelfen, dann wird es auch was.